Jo, willkommen zum neuen Video, euer Eurofixer am Start heute hier. Heute ein Stadionvlog von Eurofixer, geil, ne? Ich habe mich, okay. Von VfB Oldenburg gegen FC Oberneuland heißen die, glaube ich. Und ja, wir sind jetzt noch zu Hause, weil es erst 12:31 Uhr ist. Aber ich wollte schon mal die Begrüßung machen am Anfang des Videos. Habt Spaß, wenn es scheiße wie das Video tut, es mir leid, aber das ist mein erster Stadionvlog, das ist so eine Sache. Ich vlogge jetzt alleine. Und sage ich immer jemand, der mir die Kamera hält, weil. Allein eine Verhalten habe ich noch nie gemacht gefühlt. Aber ist egal. Schreibt Feedback rein, was ich verbessern soll. Und ja, bis gleich. Dann sehen wir uns gleich im Stadion. Oder am Stadion. Aber noch eine kurze Sache am Rande vom Video. Also nach der Begrüßung, aber vor dem Stadion. Ich weiß selber, ich habe wenig gelabert in hier. Im Vlog. Vlog, auf jeden Fall im Vlog. Schreibt einfach Feedback in den Kommentaren rein, was ich auf jeden Fall verbessern soll. Für Stadion-Vlogs, ja. Danke, und wir sehen uns jetzt im Stadion. Jo, willkommen zum Vlog heute. Jetzt hier am Start sind wir im Stadion hier. Man sieht hier, dass wir mal drin drehen hier. Da seht ihr das. Wir haben eine Stehkarte hier. Könnt, wartet eben kurz, kann zeigen, gell? Wo ist sie hin? Hier. Da sieht man das. Nice, ja, cool. Ja, ganz nice. Mal sehen, was hier abgeht heute. Es ist 14 Uhr noch was. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Wir haben Marschbild. Hauptbahnbau. Ihr zuverlässiger Partner, um Großes entstehen zu lassen. Dellas Optik, der freundliche und kompetente Optiker aus Offenbach, wünscht Ihnen für das heutige Heimspiel den richtigen Durchblick. Doch sollten Sie die Spieler nicht erkennen, dann möglichst schnell zu Dellas Optik rennen. Denn die schönste und modernste Brillenmode sowie Kontaktlinsen erhalten Sie bei Dellas Optik. Dellas Optik. Den Ruf der Dick. Und freundlich und kompetent. So, wir sind am Start jetzt hier. Wir sehen das Spiel hier. Wir haben gerade eine kurze Aufnahme gemacht. Wir sehen das, habt ihr es gesehen? Ja, nice. Und ja, was soll ich euch sagen? Wir sind am Start hier, ja. Ich drücke mal die Kamera rum. Geil, ne? Werner Doll Immobilien. Eine Führung vom Schiedsrichter Carsten Wessel und seinem Assistenten. Tim Alexander Strampe und Silvan Steg begrüßen wir jetzt alle Teilnehmer des Spiels VfB Oldenburg gegen den FC Oberneuland. So, jetzt Anschluss hier am Start. Ich laufe wohl ein, wie ihr seht. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Eigentlich nur, hab vergessen zu sagen. Wird präsentiert von Kalkbrenner Inkasso und Forderungsmanagement. Halbzeit gerade, steht 2-0 für Oldenburg. Ich habe ein Tor aufgenommen, das andere nicht. Das haben wir voll vergessen irgendwie. Keine Ahnung, aber es steht 2-0. Aber ja, auch wenn ich Aufnahmen nicht so viel gelabert habe, ich weiß nicht, was ich da labern soll. Ich streite besser im Gesicht. Hier im Zimmerraum kann ich besser reden. Und ja, 2-0 für VfB Oldenburg zu sein. Ja. So, geht es auch gleich weiter direkt. Am Pfiff. Machen wir direkt mit rein. Und
es beginnt zur zweiten Halbzeit. Ansagetor. Schade. Ja, klappen können. Tor von Oberneuland, 2-1. Durch eine Ecke. Die Ansage war für Oberneuland ganz klar. Fetzerei hier gleich, Fetzerei. Jetzt ist was los, jetzt ist alles aufgenommen, alles auf Kamera. Da wird gleich was passieren. Da geht's ab. Not da. Wenn Leute auf die Fresse, das finde ich geil. Besser als Kreisliga. Zugrad! Rote Karte. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber jetzt, was ist jetzt los? Jetzt gibt's da richtig Stress. Was geht da ab? Ich kann nichts mehr sehen. Ich verstehe nichts mehr. Wie viel Nummer ist das? Die 16 hat rot, glaube ich. Der ist. Dieser. Er kann nicht mehr. Er ist echt traurig jetzt. Deponieren, würde ich auch sagen. Ja, keine Ahnung, was hier abgeht mehr. Aber das ist neu verlaufen. Das war's. Auf Land Bennett. Ich sehe das hier. So. Das ist jetzt hier kampflos. Und jetzt hört mal eben zu. Jetzt wissen wir es gleich. Rote Karte, egal ob berechtigt oder nicht. Was hier bei uns im Marschallstadion gar nicht geht, sind jede Auswüchse von Rassismus und Beleidigung gegenüber anderen Spielern. Dieses vermitte ich mir. Das gibt es in Oldenburg nicht. Was soll das jetzt? Hier eine Chance. Aber Ecke. Ich calle. Tor. Und wieder mittendrin stand nur dabei, denn diese Ecke des VfB wird präsentiert von Kaltbrenner in Kasso und Forderungsmanagement. Nächsten Mini wieder was. Freistoß jetzt. Mal sehen, das könnte was werden. Oh,
Und jetzt kommt er. Oh. Oh. Und. Oh. Und die rote. Rot, rot. Oh. Ja. Freistoß? Freistoß. Das war jetzt eine unnötige rote. Hätte ich lieber besser machen müssen. 4-2-1. Mal sehen. Ein bisschen sehen, was wird. Das ist eine Auswechslung. Sieht man, glaube ich, nicht gut. Okay, vom raus, die sitzen kommt bei Oberland. Oberland. So, dauert ein bisschen. Wenn er jetzt reingeht, wäre es sehr spannend, wird es noch spannend. Sind es ungefähr noch 90. Spielminute, okay. Oberneuland hat noch einmal ausgewechselt. Für die Nummer 11, Tom Trebin, jetzt im Spiel mit der 17, Muhammad Said. Oder 90 Minute schon. Dann vielleicht 2-3 Minuten noch. Und? Ja, Ball ist weg. So, Spiel ist zu Ende. 3-1 ist das Endergebnis mit 2 roten Karten. Spannendes Spiel, spannend nicht, aber gutes Spiel gewesen. Und ja, mal geschaut und blicken wir mal wieder hier. Ja, haut rein, das war's mit dem Ciao.